Also ich wollte das über Erosita erzählen. Was ist Erosita? Die ersten Bilder, die wir bekommen haben von Erosita. Und ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was von der Faszination rüberbringen, die, wenn wir Röntgenastronomen auf diese ersten Bilder gucken, tatsächlich dann da empfinden. Es wird auch so ein paar Rätsel geben. Zum Beispiel, was hat es hier mit dieser 7 auf sich? Also 7 auf einen Streich. Und das hier unten deutet direkt schon an, dass es um die Röntgenaugen geht, also 7 Teleskope von Erosita. Das hat also nichts hier mit diesen 6 Triebwerken hier zu tun. Die sehen zwar so ähnlich angeordnet aus wie das, die Teleskope von Erosita, aber damit hat es nichts zu tun. Am 13. Juli 2019 wurde Erosita gestartet. Und das haben vielleicht der eine oder andere, hat das vielleicht im Fernsehen mitbekommen, und ich habe gesagt, wir werden ein paar Rätsel lösen, und das Rätsel, was ich hoffentlich auch lösen kann, ist, was das für diese grünen Strahlen hier, was es damit auf sich hat. Und ja, also vor einer Woche wurden die ersten Bilder von Erosita der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, also ist jetzt schon relativ aktuell. Und mit dem Titel Die wahre Schönheit des verborgenen Universums. Das nächste Rätsel, was wir aber lösen wollen, ist, es gibt laut ZDF grün schimmernde Galaxienhaufen. Und ich hoffe, das kann ich dann auch erklären, wie es denn dazu wohl gekommen ist. Also das erste Rätsel, was hat es mit der 7 auf sich? 7 Teleskope und 7 CCD-Kameras. Hier sieht man ein Bild von Erosita von vorne. Und man sieht, es ist nicht nur ein Röntgenteleskop, sondern es sind 7 Röntgenteleskope. Jedes ungefähr 36 cm im Durchmesser. Die Frage ist, warum 7 und nicht nur 1? Die Frage könnte man natürlich damit beantworten, ist Redundanz. Wenn mal 1 kaputt geht, hat man immer noch 6. Aber der Hauptgrund ist natürlich, dass man, wenn man auf eine bestimmte Quelle hinschaut, mit 7 Teleskopen kriegt man 7-mal so viele Photonen pro Sekunde, als wenn man eben nur 1 von diesen Teleskopen hätte. Das heißt, man fängt viel mehr Licht auf. Die Röntgenteleskope funktionieren übrigens komplett anders als optische Teleskope. Und das sieht man ja gar nicht so richtig. Da sind 54 einzelne Spiegelschalen in jedem von diesen Teleskopen. Und dann mal 7 macht eben sehr viele Spiegelschalen. Und hier ist die Rückseite von dem Satelliten. Hier steht ein Mann, also sieht man ungefähr die Größenverhältnisse. In der Brennebene gibt es eben auch 7 Detektoren. Das sind so CCD-Kameras, nicht genau die gleichen, aber ähnlich wie sie auch in den Handys drin sind. Typischer, die sind groß, ungefähr so 3 cm allerdings. Gut, und dann, ich gehe nochmal eins zurück gerade. Wir gehen nämlich so ein bisschen chronologisch vor. Das sind Bilder vom Juli 2016. Da war Erosita noch in Garching am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, die hauptverantwortlich sind für den Satelliten. Jetzt machen wir einen Sprung für den Januar 2017. Da ist Erosita nämlich schon hier in diesem Container drin, kommt in das große Flugzeug unten rein und hebt ab Richtung Moskau. Warum nach Moskau? Weil Erosita ist das Hauptinstrument an der deutsch-russischen Mission Spektrum Röntgen Gamma. Das heißt, das gesamte Projekt ist eine Kollaboration zwischen Russland und Deutschland. Konnte man da auch schön mitverfolgen. Also hier unten ist München und dann hier ist Moskau im Januar 2017. War 28 Minuten zu spät. Aber das war nicht ganz so schlimm, weil vorher gab es schon mehrere Jahre Verzögerung. Dann angekommen am Flughafen in Moskau kam der Hightech-Laster und hat Erosita abgeholt. Wie man hier sieht, also Erosita ist in diesem Container drin. Es gibt auch ein Foto von, wie es in diesem Lastwagen aussieht, in dem Führerhaus. Aber das kann ich hier in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Das kann ich vielleicht nachher mal bei einem Bier zeigen oder so. Aber kein Problem, Erosita ist hervorragend angekommen in der sogenannten Lavochkin-Firma, die dafür verantwortlich sind, das Ganze zusammenzubauen. Erosita sieht man hier, das kleine Dicke und das lange Dünne, das ist das russische Röntgenteleskop, ART-XC heißt das, und die werden halt zusammenmontiert hier auf so einer Plattform. Und das ist jetzt schon Dezember 2017. Und dann im 25. April 2019 ist es dann schon nach Baikonur gebracht worden. Und zwar beide zusammen.
da drin, also Erosita und Artex C. Und da sieht man hier, da braucht man schon etwas größeres Flugzeug. Da muss man vorne sogar die Schnauze so aufmachen, dass man es wieder rausbekommt. Hat auch wohl ein bisschen länger gedauert, ich glaube einen ganzen Tag oder so, bis dann hier auf diesem etwas hübscheren Laster auch drauf war. Und hier ist es dann schon, also Baikonur ist in Kasachstan, das ist von da, wo die Raketen gestartet werden. Hier sieht man jetzt schon, wie die Teleskope zusammengebaut sind. Also fangen wir mal hier hinten an. Das Weiße am linken unteren Rand, das ist die dritte Stufe der Rakete. Das ist die Stufe, die den Satelliten letztendlich auf seine finale Umlaufbahn bringen wird. So eine Rakete hat mehrere Stufen, das ist eben die dritte Stufe und die ist hier schon dran. Das heißt so Block DM3. Dann sieht man, ja, fangen wir hier mal an, das ist Erosita. Jetzt schon ein bisschen schöner eingepackt und Mützchen zu und Deckel zu. Und damit noch nichts drankommt, hier unten ist wieder Artex-C und das Ganze sitzt auf dieser sogenannten Navigator-Plattform drauf. Sieht man auch hier am Rand diese eingefalteten Solarpaneele, die natürlich dann im Weltraum ausgefalten werden, um genug Strom zu erzeugen. Wenn man es jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, so ein bisschen aggressiv sieht es ja schon aus, als wenn hier unten so die Phaserbanken sind und hier oben dann die Photonen-Torpedos rauskämen. Aber hat damit gar nichts zu tun, das ist alles rein wissenschaftlich, das ist alles ganz friedlich, muss man jetzt keine Angst vor haben. Und hier sieht man schon, sind sie alle schon vorne drin. Ist das die Kappe vorne an der Rakete oben drüber und hier auch ein bisschen was drumherum, damit es nicht zu warm wird da drin, weil an dem Tag oder an diesen Tagen war es wohl auch relativ heiß. Und hier sieht man halt, wo die Kühlung herkommt und hier drin ist eben der gesamte Satellit, der sogenannte Spektrum-Röntgen-Gamma-Satellit mit Erosita und mit Artex-C. So hier auf diesen kleinen Zug draufgeladen und ab geht's Richtung Startrampe und es geht eigentlich sogar in die Richtung, also wird rückwärts gefahren. Und dann angekommen an der Startrampe, richtet man die Rakete auf langsam, bis sie dann tatsächlich da steht. So, das ist jetzt ein Foto vom Juni 2019. Und die Idee war, dass SRG, Spektrum Röntgen Gamma, mit Erosita gestartet wird am 21. Juni. Am Morgen des 21. Juni wurde aber der Start gecancelt, weil es gab Probleme. Ich habe gesagt, wird morgen gestartet. Es gab insgesamt 4 Zeitfenster, wo der Satellit hätte gestartet werden können. 21. und 22. Juni, sowie 12. und 13. Juli. Also, 22 oder am 21. morgens wurde gesagt, heute können wir nicht starten, wir haben ein Problem, wir starten morgen, 22. Juni. Am Morgen des 22. Juni wurde gesagt, wir können heute nicht starten, nehmen wir das nächste Zeitfenster im Juli. So, das nächste Zeitfenster, wie gesagt, war am 12. Juli. Und am Morgen des 12. Juni wurde gesagt, nee, wir haben ein Problem, wir können heute nicht starten, wir starten morgen. 13. Juli war das letztmögliche Startfenster. Wenn es dann nicht geklappt hätte, hat aber geklappt, wenn es dann nicht geklappt hätte, hätte man eine Zeit lang warten müssen, bis das nächste Startfenster da ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo das nächste Startfenster da gewesen wäre, wäre das Haltbarkeitsdatum von diesem Block 3M dritten Stufe ausgelaufen. Das heißt, da hätte man doch nicht starten können, weil da hätte man das erst wieder renovieren müssen. Das heißt, dann hätte es wirklich eine richtige Verzögerung gegeben. Aber dann glücklicherweise am allerletzten Starttermin hat er dann tatsächlich auch abgehoben. Das war mit einer Proton-Rakete. Ursprünglich war mal geplant, mit der Zenit-2SB Rakete zu starten, eine ukrainische Rakete, aber da war das Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen. Gut, weil es so schön war, nochmal, aus einer anderen Perspektive. Da wird dann auch relativ klar, dass es schon ein harter Job ist, irgendwie bei Roskosmos so Kameramann zu sein und da unten zu stehen und dann die Rakete zu filmen. Das ist schon eine relativ raue Sache, würde ich sagen. Gut, dann
Das war eben dieser 13. Juli 2019, war danach in der Presse. Dann kommen wir jetzt mal hier zu diesen grünen Strahlen. Ist ja ein Röntgenteleskop und da könnte man eben meinen, ist das vielleicht sowas, wie man auch beim Arzt hat, also der strahlt Röntgen, oder beim Zahnarzt zum Beispiel, strahlt Röntgenstrahlen von hinten und vorne ist ein Detektor, dann kriegt man eine Aufnahme von den Zähnen. Ist das vielleicht bei Erosita auch so, strahlt der Röntgenstrahlen ab und kriegt dann irgendwie was zurück oder tut dahinter die Objekte vielleicht irgendwie eine Kamera stellen? Ist nicht so ganz klar, hat sie natürlich auch nicht erklärt, aber ich versuche jetzt mal zu verstehen, wo das ZDF das denn wohl hergenommen hat. Und dazu zeige ich mal hier diesen Film vom DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo das Hauptquartier für die Raumfahrt tatsächlich dann Oberkassel ist, auf der anderen Rheinseite. Und was wir hier in dem Video auch sehen können, wo Erosita sich auch gerade befindet, ist tatsächlich eben nicht in der Umlaufbahn um die Erde drumherum. Das wird hoffentlich gleich auch noch ein bisschen klarer werden, sondern in der anderen Umlaufbahn wird der sogenannte L2-Punkt gleich genannt und da versuche ich mal zu erklären, was das ist. Also die Sonne ist der gelbe Ball in der Mitte, der Abstand Sonne-Erde sind ungefähr 150 Millionen Kilometer. Dann sieht man hier die Umlaufbahn des Mondes um die Erde, dann gibt es hier so einen Punkt, der heißt L2, das ist der sogenannte Lagrange-Punkt 2. Und der Punkt ist besonders, da ist zwar nichts, aber was das dran Besonderes ist, die Zentrifugalkraft hebt sich da genau auf mit der Schwerkraft von Erde und Sonne. Also Zentrifugalkraft ist das, was man im Karussell hat, wird man nach außen gedrückt. Und Gravitation ist da eben, wo Masse ist. Haben wir eben schön gesehen mit den 62 Kilo und 124 Kilogramm. Genau, und dieser Punkt, da hebt sich die Gravitation, die Zentrifugalkraft gerade auf und Erosita ist in einem Orbit um diesen Punkt drumherum und beobachtet den gesamten Himmel jedes halbe Jahr einmal komplett. Also nicht nur irgendwelche speziellen Sachen am Himmel, sondern den gesamten Himmel. Und jetzt haben wir eben gesehen, hier war das russische Teleskop wieder. Hier ist Erosita, man sieht die 7 Teleskope von vorne. Und jetzt kommen wir gleich der Sache näher, was es denn mit diesen Strahlen auf sich hat, die da von Erosita rauskommen. Die sieht man nämlich hier. Und das ist natürlich gemacht, um zu veranschaulichen, wie Erosita den Himmel abscannt. Also Erosita dreht sich immer um sich selber und dementsprechend guckt die Kamera immer an eine bestimmte Stelle am Himmel und da sie sich dreht, wird nach und nach der gesamte Himmel einmal komplett abgescannt. Und das kann man eben hier veranschaulichen mit diesen Strahlen da. Und da vermute ich mal, kommt die Idee her mit diesen grünen Strahlen, die da bei Erosita gezeigt worden sind im ZDF. Okay, gut. Lassen wir mal weiter. Gucken wir uns mal die ersten Bilder an. Und ich finde das tatsächlich eine schöne Überschrift hier. Die verborgene oder die Schönheit des verborgenen Universums. Und wie gesagt, ich werde versuchen, auch die Faszination klar zu machen, die, wenn wir auf so Bilder draufschauen, für uns klar ist, die, wenn jemand so solche Bilder, Röntgenbilder vorher noch nicht gesehen hat, nicht klar sein können, wenn man die Bilder zum ersten Mal so sieht. Also ich versuche das mal rüberzubringen und ich versuche natürlich auch zu beschreiben, was man sieht auf diesen Bildern. Also hier sehen wir eins von diesen Bildern, und zwar sind das Galaxienhaufen. Wie der Florian eben schon gesagt hat, Galaxienhaufen sind die größten Objekte im Universum. Sind typische mal so, die typische Masse ist vielleicht 1 Million mal 1 Milliarde mal so schwer wie unsere Sonne. Und das ist ein Bild von mehreren Galaxienhaufen. Also schauen wir erstmal, was hier beschrieben ist. Hier oben steht einfach nur der Name, also SRG ist der Satellit und Erosita ist das Teleskop. Das ist der Energiebereich, der Röntgenenergiebereich, wo die Photonen aufgefangen werden. Der sogenannte weiche Röntgenbereich. Hier, das gibt so die Größenskala am Himmel an. Der Vollmond ist ungefähr 30 Bogenminuten groß, also ungefähr so groß. Das heißt, der Vollmond passt hier mehrmals rein, ist also für astronomische Bilder ein sehr großes
Bild. Hier unten ist der Name von diesem Galaxienhaufensystem. So, jetzt gucken wir mal, was sieht man hier alles? Man sieht da ganz viele kleine weiße Punkte. Fast jeder von diesen Punkten ist ein supermassereiches schwarzes Loch, was gerade Materie aus seiner Umgebung ansaugt und deswegen starke Röntgenstrahlen aussendet. Wenn man ein Röntgenteleskop an den extragalaktischen Himmel richtet, ist das, was man sieht, der Himmel ist voll mit schwarzen Löchern, sodass die bei weitem die häufigste Anzahl von Objekten, die man da sieht. Dann sieht man hier noch was, der Pfeil auf der rechten Seite, der obere. Zufällig und leider sogar störenderweise ist da der zweithellste Stern des Nachthimmels, also hell im optischen Bereich. Und der ist leider so hell, ist zwar ein Stern, der typischerweise nicht sehr viel Röntgenstrahlen aussendet, aber weil er halt so nah ist, gibt es eben doch Röntgenstrahlen und UV-Photonen, die durch die Filter durchkommen. Also wie gesagt, der zweithellste Stern des Nachthimmels. Und dadurch, dass da so viele Photonen gekommen sind, fehlen hier auch ein paar der Daten, weil so viele Daten gekommen sind, die konnten gar nicht alle zum Boden transferiert werden in den 4 Stunden, die jeden Tag dafür zur Verfügung stehen. Sieht man auf dem Bild nicht, aber leider fehlen hier so ein paar Daten. Also der stört eigentlich eher. Gut, dann hat man hier einen Galaxienhaufen, das ist der Abel 3391. Und so ein Galaxienhaufen, das ist also jetzt nicht eine Galaxie. Im ersten Moment könnte man meinen, man sieht hier vielleicht so eine Galaxie, aber das ist ein Galaxienhaufen. Und ein Galaxienhaufen besteht typischerweise aus vielen Hunderten von Galaxien, beziehungsweise mehr als 1000 Galaxien. Im Röntgenbereich sieht man längst die Galaxienhaufen so als ein Objekt, weil da heißes Gas, 10 bis 100 Millionen Grad heißes Gas drin ist, das den gesamten Haufen ausfüllt. Man sieht also nicht einfach nur die Summe von einzelnen Galaxien, sondern man sieht tatsächlich ein riesengroßes Objekt. Und das ist eben das Besondere im Röntgenbereich. Jetzt sieht man aber noch ein bisschen mehr. Man sieht hier unten noch 2 Galaxienhaufen. Also das Abel 3395, AB oder Nord-Süd oder Ost-West. Und die beiden, die verschmelzen gerade. Das sind die energiereichsten Prozesse, die es im Universum gibt seit dem Urknall. Wenn so 2 Galaxienhaufen aufeinanderprallen und nach einer gewissen Zeit, so ungefähr 1 Milliarde Jahre, miteinander verschmolzen sind. Das kann man sich auch leicht vorstellen, weil wie gesagt, die Masse ist so 1 Million mal 1 Milliarde mal so schwer wie unsere Sonne. Und die Geschwindigkeiten, mit der die aufeinanderprallen, sind so ungefähr, also über 1000 Kilometer pro Sekunde. Das ist also sehr viel kinetische Energie, die da frei werden kann. Was sieht man noch? Und das sieht man leider hier nicht so richtig gut, aber ich zeige gleich ein anderes Bild, da kommt das ein bisschen besser raus. Da sieht man, da ist auch Röntgenemission zwischen diesen 3 Galaxienhaufen. Und da gehen wir davon aus, dass das sehr wahrscheinlich ein Filament ist von Materie zwischen den Galaxienhaufen. Und die meiste normale Materie im Universum, also normale Materie ist hier die Tische im Fiddlers, der Fiddler selber und auch wir auch, in diesen Filamenten steckt, die Galaxienhaufen verbinden. Galaxienhaufen sind die massereichsten Objekte im Universum und die sind verbunden mit langen Filamenten, wo auch sehr viel Materie drin ist, und zwar die meiste normale Materie sollte dort tatsächlich enthalten sein. Bisher haben wir sie noch nicht gefunden, das sind aus Simulationen, gehen wir davon aus, dass da die meiste Materie ist. Gefunden haben wir sie noch nicht. Hier sehen wir, und ich hoffe, auf den anderen Bildern sieht man es gleich tatsächlich auch, sehen wir, dass zwischen diesen Galaxienhaufen tatsächlich da sich Materie befindet, wo wir sie auch erwarten, aber wo wir sie insgesamt in der Klarheit vorher noch nicht gesehen haben. Man sieht aber noch mehr, und das ist eins der Überraschungen von diesem Bild, zumindest für viele von uns, nicht unerwartet, aber trotzdem hat man da vorher nicht so richtig mit drüber nachgedacht, als wir die Beobachtung beantragt hatten. Man sieht einerseits die vielen kleinen Punkte hier, das sind die schwarzen Löcher, dann sieht man hier diese riesengroßen Galaxienhaufen, da sieht man aber noch andere Objekte, die auch so ein bisschen ausgedehnt zu sein scheinen. Also nicht nur Punkte, sondern ein bisschen so milchige Flecke. Und das, zumindest zu einem guten Teil, sind sehr wahrscheinlich kleinere Galaxiengruppen, die auf dieses
System drauffallen. Man muss sich vorstellen, diese drei riesen Galaxienhaufen hier sind sehr schwer, deswegen viel Gravitation. Das heißt, die saugen die Galaxiengruppen, Materieansammlung aus der Umgebung ab und fallen alle auf dieses System drauf und das wird dadurch immer größer. Das ist nicht unerwartet, das sieht man auch in Simulationen, aber das hat man eben in der Klarheit vorher noch nie gesehen. So, jetzt habe ich versucht zu beschreiben, was man so sieht. Jetzt versuche ich rüberzubringen, wieso das Bild für uns so schön ist. Und das macht man natürlich damit, indem man es vergleicht mit dem, was man vorher sehen konnte, vor Erosita. Und da hat man zum einerseits dieses Bild hier, das ist von einem ROSAT-Satelliten, den Florian eben auch schon genannt hat, 1990 gestartet, hat auch eine Gesamthimmelsdurchmusterung gemacht. Da sieht man auch die drei Galaxienhaufen hier da. Man sieht sogar eine Andeutung, dass dazwischen Emission ist. Man sieht auch ein paar von den anderen Quellen. Aber ansonsten von diesen vielen schwarzen Löchern sieht man eigentlich nicht so richtig viel im Vergleich zu diesem Bild. Hier. Also da ist der Vorteil von Erosita ganz klar nicht das große Gesichtsfeld, sondern hier ist der Vorteil, dass Erosita eben viel schärfer sieht und viel mehr Photonen pro Sekunde auffängt. Wir haben auch den XMM-Newton-Satelliten, hat eben auch schon Florian genannt. Und der hat das System auch schon betrachtet vorher. Und da sieht man dieses Bild hier. Da sieht man hier im Zentrum relativ ähnliche Sachen, wenn man mal so hin und her macht. Dieselben schwarzen Löcher, die einen sind ein bisschen heller als vorher, die anderen ein bisschen dunkler, weil die variieren auch schon mal in ihrer Helligkeit. Manche waren auch vorher gar nicht da irgendwie oder sind bei Erosita kaum noch zu sehen. Aber ansonsten, der Rest sieht schon ziemlich gleich aus. Aber etwas anderes sieht nicht gleich aus und das ist genau die ganze Gegend drumherum. XMM-Newton hat ein viel kleineres Gesichtsfeld als Erosita und hat auch ein paar andere Nachteile. Man sieht hier so ein paar Artefakte, die man vielleicht noch ein bisschen besser hätte rauskorrigieren können. Aber trotzdem, die sind halt da. Das sind die Lücken zwischen den einzelnen CCDs auf dem Detektor. Erosita hat keine Lücken. Deswegen sehen die Bilder auch schöner aus. Aber wie gesagt, der Hauptvorteil ist, mit Erosita sind wir ungefähr mit der gleichen Belichtungszeit, also die gleiche Zeit, die der Satellit benötigt, um das Bild hier zu machen, sehen wir alles andere hier drum eben auch noch. Damit ist klar, mit Erosita, also mit XMM-Newton, wird es ewig dauern, so ein Bild zu erzeugen und trotzdem sähe es letztendlich dann nicht so schön aus. Gut, als letztes noch, man kann dieses heiße Gas nicht nur im Röntgenbereich sehen, sondern auch im Millimeter-, Submillimeter-Bereich. Und da gab es den Planck-Satelliten der ESA, der hat auch den Galaxienhaufen sich schon angeschaut, weil er auch am Himmel ist. Planck hat auch eine Gesamthimmelsdurchmusterung gemacht. Und da sieht man eben auch diese Galaxienhaufen, man sieht auch diese Andeutung von dieser Brücke dazwischen, aber die räumliche Auflösung ist so schlecht, dass man noch nicht mal die zwei unterschiedlichen Galaxienhaufen hier unten voneinander trennen kann. Und das geht eben mit den Erosita-Bildern viel besser. So, hier ist derselbe Galaxienhaufen mit denselben Erosita-Daten nochmal gezeigt, aber diesmal eine andere Darstellung, und zwar farbig. Und die Farben bedeuten die unterschiedlichen Röntgenphotonen-Energien. Also blau sind energiereichere Quellen und rot sind weniger energiereiche Quellen. Und man sieht, die Quellen unterscheiden sich in ihrem Spektrum. Das ist auch das Schöne an den Röntgendetektoren. Für jedes einzelne Photon, das detektiert wird, hat man nicht nur den Ort, wo es herkommt und die Zeit, wann es gekommen ist, sondern auch die Energie des Photons. Und das geht im Optischen zum Beispiel nicht so einfach. Gut, also wie gesagt, das sind fast alles schwarze Löcher hier. Manche ein bisschen blauer, manche ein bisschen röter. Eine andere Darstellung, also schon wieder genau die gleichen Daten, aber diesmal sind die halt so aufbereitet und dargestellt, dass man diese Brücke zwischen den Galaxienhaufen besser erkennen kann. Und da kommt sie eigentlich tatsächlich ganz schön zur Geltung und vor allen Dingen diese anderen ganzen Klumpen um den Galaxienhaufen drumherum sieht man auch ganz gut. Man sieht hier zwischen auch so eine Galaxiengruppe. So, und die sind grün, die Galaxienhaufen. Das heißt, jetzt kommen wir zur Auflösung des letzten Rätsels. Die grün schimmernden Galaxienhaufen, ich kann ja mal lesen hier,
Wissenschaftlich besonders spektakulär ist den Forschern zufolge die Aufnahme von auf den Bildern grün schimmernden Galaxienhaufen, die durch blaue Schlieren verbunden sind. Offensichtlich, das hier sind die blauen Schlieren. Und wer jetzt nicht glaubt, nachdem er das gelesen hat, dass Galaxienhaufen grün sind und die Verbindungslinien dazwischen blau, dann weiß ich es auch nicht. Aber deswegen, also man muss halt auch bei Heute und Tagesschau und so trotzdem immer noch ein bisschen aufpassen, was man da so erzählt bekommt. Gut, ich denke, das ist rübergekommen, oder? Gut. Gut, und dann zum Ausblick nur noch, weil ich habe ja gesagt, es geht ja auch um die Licht ins Dunkel bringen. Und erstens kann man natürlich Licht ins Dunkel bringen, indem man die Röntgenstrahlen sieht, die man mit dem Auge nicht sehen kann. Aber man kann natürlich auch in was anderes Licht reinbringen. Und das Universum ist eben dunkel. 95% bestehen aus dunkler Materie, dunkler Energie. Und das wissenschaftliche Hauptziel von Erosita ist, mehr über die dunkle Energie und eben auch über die dunkle Materie zu erfahren. Aber da habe ich dann doch nicht drüber geredet, weil da habe ich schon mal drüber geredet. Und das war im April oder im Mai auch bei Astronomy on Tap. Und deswegen wollte ich das nicht mal wiederholen. Aber wer es sehen möchte, ist ja immer so toll, dass das hier so per Video aufgenommen wird. Also damit wollte ich schließen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke.